Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Warte mal, was können wir da machen? Schutz. Recht und Schutz. Das passt, glaube ich, ganz gut. Alter, hör auf zu quatschen. Du musst zum Unterricht, Junge. Dam, 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 dam. Vor allem, weil du nämlich bald arbeiten musst. Also arbeiten, unter Anführungszeichen, 6 Minuten. Das geht sich nicht aus. Okay. Das geht sich ganz und gar nicht aus. 2650 mit zur Arbeit gebracht. Nice. So, hat das jetzt gezählt oder nicht? Ja, hat es. Sehr schön. Geistiges Eigentum. So, dann. Zacki, zacki, zacki. Genau, bist du jetzt bei der Arbeit und machst dann aber auch alles, was du nur kannst. Ja, damit deine Leistung hier, das ist abgeschlossen, alles gut, alles gut. Gut, passt. Dann werden wir jetzt hier Kontakte knüpfen, Garten pflegen, hierher bringen, um sich kümmern, hier umschalten. So, du wirst dich jetzt hier gleich nochmal mit den Bienen verbünden. Die sind jetzt momentan relativ ruhig. Und dann kannst du hier gerne aufs Klo gehen. Und ich weiß noch immer nicht, was ich hier Rabatttag brauchen wir irgendwie. Wir brauchen eigentlich nichts. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen können. Verbotene Wörter brüllen, weil angespannt ist. Oh, was? Wieso bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ein Anzeigebug. Oh, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Okay. Dann halt nicht, gell? So, forschen und debattieren. Stufe 1. Honig sammeln, haben wir nicht. Gibt's nicht, haben wir nicht. Okay. So, was brauchst du eigentlich? Du hast ja so von der Arbeit her brauchst du ja eigentlich auch nichts, oder? Du brauchst ja eigentlich nur ein. Okay, so. Lach mal du weiter. Du könntest jetzt zum Beispiel Logik. Spiel einfach ein bisschen Schach. Du könntest hier deine Ohrhörer wieder einsetzen, einschalten, alternativ. Und du könntest auch deine Ohrhörer einschalten und sagen, du willst Jazz hören. Du bist mehr der Jazz-Typ, glaube ich, gell? So, du bist voll konzentriert. Wenn ich jetzt so wüsste, was ich hier alles machen könnte, gell? 600. Hast du eigentlich irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Frühaufsteher, Heimvorteil. Nee, nicht wirklich, gell? So, forschen und debattieren bringt dir jetzt so nichts, oder was? Band 1, Band 2. Aber Band 2 hat dir ja auch nichts gebracht. Was soll das denn? Aber doch. Dann war das vorher anscheinend auch wieder ein Anzeigebug. Okay. Also entweder liegt das an meinem MCC-Mod, dass hier gerade wieder nur Anzeigebugs sind. Logikfähigkeit Nummer 9. Aha, das setze ich nochmal anders hin. Okay. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Das ist mir persönlich aber ein bisschen zu viel hier. Warte mal, also muss ich auf den Sender wechseln. Hip-Hop, Blues, Barock, Backyard. Nein. Was war das denn? Klassisch, Latein, Latin Pop, New Age. Genau, New Age. Er ist voll gelangweilt. Amateurstunde. Etwas gelangweilt von der Lektüre eines Buchs auf einem niedrigen Fähigkeitenlevel. Ja, Pech gehabt. Man kann halt nicht alles haben, gell?
So ein Forschen debattieren geht aber auch nicht wirklich weiter. 9 Stunden hast du jetzt. Oh. Das heißt, es ist 23 Uhr. Oh, okay. Wir sollten uns so langsam Bett fertig machen, glaube ich. Ja? Ausschalten. So, dann hier verwenden. Nachdenklich duschen. Schlafen. Das hier können wir ausschalten. Genau. Und das ist so eine Musik, wo man doch irgendwie runterkommt, oder? Irgendwie süß. So, die ist voll langweilig. Was können wir denn machen, bevor du schlafen gehst? So, du könntest dann nämlich auch nochmal in der Dusche singen. So, die schalten wir jetzt auch aus. Sind deine aus? Ausschalten. Aha, okay, du hast die Gitarre eingesteckt. Auch nicht schlecht. So, hingehen, unter Dusche singen. Sitzen, ein Nickerchen machen. Was, entspannen kann man da gar nicht mehr? Okay. Jetzt sitze ich hier und warte auf die Alte. Und ich warte und ich warte. Ich schaue mir die Wand an. Die sieht echt toll aus. Honig sammeln. Okay, wir könnten, weil er sagt ja, er möchte etwas pflanzen. Etwas. Frühling, Sommer. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Hier. Stopp, 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 stopp. Nein! Stehen bleiben! Wach bleiben! So. Ciao, Schatzi. Wir haben so wenig Zeit miteinander. Lass uns jetzt ein bisschen Zeit miteinander genießen. Wunderbar, gut. Dann kann ich die Folge hier gar nicht so ausklingen lassen. Gell? Wir lassen die beiden einfach mal machen. Dim, 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 dim. Folge langweilt. Jetzt bin ich gespannt, was da für ein Icon rauskommt. Ah, doch, freudig überrascht. Obwohl es so langweilig war. Hä? Wieso ist er schon freudig überrascht? Rabatttag war grauenhaft. Was mit ihr jetzt? Freudig überrascht, okay. Er sah so gelangweilt aus. Aber ich glaube, es hat ihn doch gefreut. Oh, Diego muss in einer Stunde schon beim Unterricht sein. Hier, warte mal, Reste nehmen. Nein! Du kannst jetzt nicht mal was essen? Echt jetzt? Okay. Du wirst was essen? So. Okay, das ist ein bisschen blöd jetzt. Schreibfähigkeit Level 5 erreicht. Nice. So, verwenden. Und duschen. So, was ist mit den Bienen? Irritiert. Wieso sind sie denn irritiert? Oh je. Ich weiß gar nicht, habe ich heute überhaupt... Nein, ich muss gar nicht arbeiten. Ich muss ja gar nicht arbeiten. Essen, grillen oder was? Okay, das sollte ich dann auch mal in Angriff nehmen. Imkeranzug anziehen. Okay, warte. Diego hat seine Hausarbeit. Ja, sehr schön. Okay, dann kannst du jetzt erstmal was essen. Bitte tu mir den Gefallen und iss was. Dann kannst du das hier öffnen. Dann kannst du hier deine Hausaufgaben wieder machen. Okay, brauchst du gar nicht mehr machen. Hilfe! Das heißt, wieso brauchst du die nicht mehr machen? Weil morgen der letzte Tag ist. Okay.
So, Honig sammeln gibt es ja nicht wirklich viel. Achso, das Klo ist kaputt. Au weh. Au weh. Okay, dann kannst du das ja. Warte mal, lass das mal, Mädel. Mach mir hier deine Ding. Geek-Con. So, alles verkaufen. Mega-Verkauf. Garten pflegen. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Ruhig, okay. Wenn du, hoppala, wenn du dann hier alles gemacht hast, also gegessen hast und das alles, kannst du dich ja mit deinem Ding hier wieder verbünden. Genau. So, was könntest du denn jetzt machen eigentlich? Genau, ich habe gesagt, Strandgut willst du sammeln, gell? Strandgut sammeln. Hier, Strandgut. Müll suchen. So, das wirst du jetzt einfach ein paar Mal machen. Genau, und du kannst dich wieder hier mit deinen Blumen. Basilikum, haben wir nicht schon Basilikum? Spinat. Stechpalme. Nein, haben wir nicht. Okay, warte. Du kannst dann hier pflanzen. Imker anziehen. Ding. Teilweise gefüllt. Achso, nee, das hat keinen Sinn. Das hat noch nicht wirklich viel Sinn. So. Hast du jetzt schon. Ah, hier Strandgut gesammelt. Das ist ziemlich anstrengend hier. Aha, okay, das geht mal so oder so. Die Augen von Sulani. Ein Teil für Sanitäranlagen. Schau mal, schon wieder die Augen von Sulani. Sind die nicht irgendwie voll wertvoll? 550. Oh je, sie wurde von einer Möwe angeschissen. Oh, liebe Brianna, das passiert, wenn man sich in der Natur aufhält. So, warte mal, du hast doch eigentlich auch hier. Achso, nee, warte. 13 Uhr forschen und debattieren. Okay, warte mal, du befindest dich jetzt erstmal. Ich muss das machen. Nee, warte. Da will ich nicht hin. Hier will ich hin. Und zwar musst du. Was musst du denn machen? Du musst diese Gastvorlesungen machen. Fähigkeitenunterricht. Oh, genau, das machen wir jetzt aber auch. Und zwar nehmen wir da gleich Forschen und Debattieren. Orgel, hier Forschen und Debattieren. Genau, Forschen und Debattieren. So, was machst du denn bitte für dich? Fähigkeiten aufbauen, Wellness, Comedy, Geige. Du spielst einfach ein bisschen Geige. Vielleicht bist du da ein bisschen weniger wütend, weil dich eine Möwe angekackt hat. Was war das? Strandgut gesammelt hat. Ich wollte mich jetzt eigentlich sagen, okay, ich könnte hier auch das Bestreben wieder wechseln und mit zusammen Strandgut sammeln, aber das hat ziemlich wenig Sinn eigentlich. Weil wir hier auch weiterkommen müssen. Und okay, Gastvorlesung 17 Uhr erst. Das ist so ätzend. Forschen und debattieren. Kann ich das hier irgendwie verknüpfen? Ich meine, das ist zwar jetzt jede Menge Geld, die ich hier rausschmeiße. Aber ich bin in der Hoffnung, dass ich erstens mal einen Punkt bekomme. Bekomme ich nicht. So, dann
keine Ahnung, hier hingehen, da hingehen. Wir könnten das ja nicht bewundern. Ohne Bedarf. Was haben wir denn hier? Kaufen, kaufen und anziehen. Infos erhalten. Oh, in einer Stunde. Okay, Gastvorlesung, Zivilrecht. Das müssen wir uns das noch reinziehen. Und dann müssen wir vorher nach Hause. So, jetzt müssen wir vorher. Alter, ich bin. Auf und zu bin ich echt so Banane. Das ist echt krass. So, dann hierhin. Hierhin. Und ich. Wehe, ich kann jetzt dann nicht zum Unterricht gehen oder zu dem Training gehen. Ich kriege die Krise. Weil das ist dann nämlich echt buggy. Das ist richtig bescheiden, wenn es nicht geht. So, passt. So, du gehst da jetzt doch bitte schnell hin. Auf Bank entspannen. Beinarbeit trainieren. Früher verlassen. Hart trainieren. Okay. Wir werden hart trainieren. Oh, nicht begonnen. Scheißegal. Irgendwann müssen wir ja trotzdem wieder mal befördert werden. So, dann, was hast du denn hier? Wieso hast du eigentlich deine Geigenfähigkeit nicht erhöht, wie ich gesagt habe, dass du machen sollst? Ach Gott. Nichts unbeaufsichtigt lassen. Nichts. Okay. Wir haben hier zweimal die Augen, einmal das, siebenmal Honig. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ich mit dem Honig anfangen soll. Außer ihn essen. Achso, das kann ich gerade nicht. Keine Ahnung, wa? So, warte mal, die können wir zerstören, zerstören. Das passt. Ja, ansonsten sehe ich da nichts, was ich großartig machen kann. Außer hier generell irgendwelche Fähigkeiten hochtrimmen. Nee, also ich möchte es eigentlich erstmal das fertig bekommen. Weil Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag, warte mal, wann musst du? Achso, du hast jeden zweiten Tag musst du arbeiten, außer Montag. Sonntag auf Montag musst du immer arbeiten. Okay, so. Man kann sich hier wieder verbünden. Sanitäranlagen. Genau, hier verbünden. Dann kannst du hier nochmal Strandgut sammeln. Achso, nee, warte mal, ich habe es auf Müll sammeln, gell? Am Strand. Eieiei, Grillkäse-Sandwich. Oh. Oh, ja, er ist befördert worden. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, warte mal, Teile plündern. Duschen. Dann verwenden, aufwischen. So, gewöhnliche Tuning-Teile. Das können wir jetzt hier hingeben. Er hat ja noch gar keine Noten erhalten, oder? Nein, noch nicht berechnet. Okay. Haha. So, sitzen. Achso, nee, warte mal. Er soll da ja nicht sitzen. Sie soll da ja sitzen. So, setz dich mal bitte hier hin. Alter. Nein, jetzt ist das auch wieder kaputt gegangen. Echt jetzt? Okay, Reste nehmen. Ihr solltet jetzt einfach mal gemeinsam hier sitzen und euch ein bisschen unterhalten, bitte. Aha. Einfach nur, damit ihr hier die Zweisamkeit nutzen könnt. Bleibt da. Liebe Brianna. So, Schlüssel zurücknehmen. Er wohnt doch eh schon hier. So, Ständchen drin, prüfen, ob heiß ist. Mistelzweig, Süßholz raspeln. So, was können wir denn hier eigentlich machen? Ballkicken mit Diego. Hier. Rat geben, über Tanztechniken sprechen, über, keine Ahnung, fesselte Geschichte erzählen. Bewunderung ausdrücken, alles Mögliche können wir hier machen. Hals küssen, ewige Liebe erklären. Ja. Das können wir alles machen. Oh, Rinka.
Jillibar Kitsune. Seneke Bispa Plonite. Plonite, ja. Kinnikus Swarsparinka. Bruhana Deloba. Smine Zorpelhish. Oh, Whoopi Gorsh. Aha, mal sitzen, mal stehen, mal sitzen, mal stehen. Also immer wieder so abwechselnd, ja? Moi, ist das süß. Die ewige Liebe erklären. Oh. So, du gehst das Ganze jetzt reparieren. Du gehst das hier essen. Honig sammeln. Warte mal, ist jetzt überhaupt schon wieder Honig da? Voll. Es wäre voll, okay, ja. So, du gehst dann aber bitte schlafen und wenn du das repariert hast, gehst du bitte auch schlafen. Und dann hätte sich die Sache, glaube ich, wieder. Dann kann ich ja jetzt erstmal schon wieder einen Cut machen. Ich bin gespannt, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, beziehungsweise nicht weitergeht, sondern wie Diego abschließt, denn da hat er seine Abschlussprüfung. Und ja, dann stehen die Noten bevor. Aber bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, bis dann. Baba.